Hi und herzlich willkommen zu unserem Drop Film Talk, unserer heutigen Review von 1917. Was ein Film. Golden Globes hat er gewonnen, zu Recht. Sehr, sehr guter Film. Also ich finde, er gehört dahin besser als manche andere, wie zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood oder ähnlichem. Dieser Film lohnt sich. Und er ist anders als manche andere Kriegsfilme, würde ich sagen. Und das ist nicht nur durch Roger Deakins geniale Cinematografie, wofür ich nachher noch mal ein bisschen was sagen werde, sondern weil er wirklich den Krieg nicht mit seiner Gewalt in den Mittelpunkt stellt, sondern das, was am Ende rauskommt, dass es nicht so wirklich einen Gewinner gibt. Und das macht diesen Film wirklich sehr interessant. Also wie ich ja gerade schon erwähnt habe, Roger Deakins hat ja hier die Cinematografie gemacht und er hat das Ganze so in einer Art One-Shot gedreht. Ich meine, ich glaube, man kann 5 oder 6 Schnitte, glaube ich, gut erkennen. Einen definitiv, der eindeutig ein Schnitt ist. Das wird, glaube ich, auch jedem auffallen. Aber es wird nicht ganz so als Gimmick genutzt, sondern es ist wirklich gut eingesetzt. Es bringt uns den Zuschauer sozusagen in diesen, psychologisch gesehen, in den Kopf der beiden Schauspieler, Chapman und McKay, rein. Und also Blake und Schofield spielen die. Und das zeigt dann diesen unaufhaltsamen Marsch des Krieges sozusagen, ja, dass der immer wieder vorangeht und dass das eigentlich nur, dass auch vor allem halt das, was da passiert aus der Sicht, aus der menschlichen Sicht, dass es einfach nur kleine, ganz kleine Räder sind in dieser großen Maschine des Krieges. Und das ist wirklich schön dargestellt, dieses Unbedeutsame, Gemeinheit, könnte man fast sagen, die Krieg ist. Und da wird echt wirklich sehr schön mit diesem Kontrast von der einen Seite Krieg gegenüber Menschlichkeit gespielt. Und das macht diesen Film wirklich sehr besonders und sehr einfühlsam. Und ich habe ihn 2-mal gesehen und jedes Mal hat er mich sehr berührt, dieser Film. Und das ist kein leichtes. Also, dass ein Film wirklich so einen so mitnimmt und man kann definitiv behaupten, dass es einer der besten Kriegsfilme ist, die jemals gemacht wurden. Und Sam Mendes hat den Film gemacht, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der die Bond-Filme davor gemacht hat und der macht einen unglaublich guten Job. Und ich meine, wir wissen schon seit American Beauty, dass er Filme machen kann und der gehört definitiv zu diesen wundervollen Meisterwerken dazu. Ich hatte die Chance, glaube ich im November war das, ja sogar bei einem Q&A mit ihm zu sitzen und habe auch eine Frage gestellt zum Spoiler Alert jetzt hier an dieser Stelle, zu einer dieser Szenen, die mit Flares gedreht wurden und mit diesem Licht und wie das gemacht wurde und das ist auch einfach boom, 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 mind blown. Was da kameratechnisch und lichttechnisch gemacht wurde, ist einfach genial. Dieser Film, den könnte man auf Mute stellen und nur das gucken und das wäre schon ein Meisterwerk. Also so ein guter Film, der dann wiederum auch noch obendrauf das echt zeigt und schafft, nicht nur diese Kulissen so schön darzustellen und beziehungsweise diese Cinematografie so schön einzufangen, sondern er zeigt halt wirklich, dass Menschen zu keinen Monstern werden, weil sie versuchen, ihre Soldaten zu retten. Das ist ja der Grund, warum die beiden, Blake und Schofield, losgehen müssen, um 1600 Soldaten vor den Deutschen zu schützen, weil die einen Angriff fahren und nicht wissen, dass sie in einen Hinterhalt geraten. Und das ist wirklich sehr gut gelungen. Also, ne, und vor allem auch, dass, wenn man das vergleicht mit anderen Kriegsfilmen, wie zum Beispiel Saving Private Ryan, der ja auch sehr dicht dran an diesem Geschehen ist, aber diese Brutalität des Krieges zeigt, ne? Das wird hier nicht ganz so gemacht, weil Roger Deakins fängt halt mit seiner Cinematografie, der hängt da nicht so über diesem Tod und fängt nicht diesen, oder versucht das nicht zu, das zu nehmen und zu zeigen, hey, hier, Krieg ist scheiße, das sind alles tote Menschen. Er zeigt es zwar in gewisser Art und Weise, aber in einer feinfühligen Art und Weise. Und das ist, dass er zeigt damit, dass Krieg zwar, dass Krieg halt, oder nicht Krieg zwar, aber dass Krieg nichts
bringt, also nichts herstellt. Der Krieg ist nicht die Ursache dafür, dass irgendwas, was lange bleibend ist. Damit hat Krieg nichts zu tun. Krieg ist einfach nur quasi sinnlos. Und das wird sehr schön mit jeder einzelnen Minute in diesem Film gezeigt. Und das noch gepaart mit dem Soundtrack oder dem Score von Thomas Newman, der diese Melancholie und diese intensiven Action-Szenen einfängt und das, wie das zusammenkommt, einfach traumhaft, einfach traumhaft. Ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter Film, der mich im letzten Jahr schon sehr berührt hat und in diesem Jahr habe ich ihn ja auch nochmal gesehen. Unglaublich gutes Ding. Und ich glaube, wie gesagt, was ich auch schon erwähnt habe, es gibt, glaube ich, keinen besseren Kriegsfilm oder kaum einen besseren Kriegsfilm als diesen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, geht bitte, bitte, bitte ins Kino. Er funktioniert wirklich sehr gut auf der großen Leinwand. Vielleicht auch noch auf dem Fernseher zu Hause, ich weiß es noch nicht. Aber er lohnt sich definitiv nicht, dass ihr den irgendwie auf einem iPad oder sonst irgendwas guckt. Geht ins Kino, das ist eure Chance. Ein Oscar-Film. An dieser Stelle kann ich auch sagen, er läuft auch noch mal in der UCI Lux Mercedes-Benz in der Oscar-Nacht zusammen mit Dominic Porschen. Zeigen wir da den Film und auch mit Fred Carpet zusammen, wo wir einen Live-Kommentar machen von der Oscar-Nacht, beziehungsweise auch eine Vorberichterstattung, wo wir natürlich auch ausführlich über diesen Film reden werden. Meine Wertung daher sind 9,5 von 10 Punkten, also fast die 10 erreicht. Wirklich sehr, sehr guter Streifen. Ich bin gespannt, wie ihr den Film fandet oder findet. Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare und ich hoffe, ich sehe euch alle an der Oscar-Nacht. Macht's gut!